Moin Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich präsentiere euch heute für unseren YouTube-Heimatbox den Getreide-LKW. Moment, ich muss selber noch irgendwas scrollen. Ich komme mit dem MAN-TGX, das MAN-TGX-Silo-Pack vor. So ist richtig. Dieses Pack wird zur Verfügung gestellt von Castor 7 alias W7K DS Agrarservice. Und der, die Modder schreiben in ihrer Mod-Beschreibung, dass dieses Paket für alle Plattformen zur Verfügung steht. Also auch unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, auch ihr und wir können den Mod darunter nutzen. Ja, wenn euch unsere Mod-Vorstellung gefallen, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt gerne was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr euch für die Kauf von Inhalten interessiert, schreibt mal unter dem Video, habt da Links dazu. Damit unterstützt ihr McManus und Entwickler. Ihr zahlt nicht mehr, nicht weniger, aber dass euer Geld kommt halt bei den Leuten an, die es dann auch wirklich verdient haben. So. Ansonsten, wenn ihr euch für andere. Ja, simulierte Landwirtschaft interessiert, schaut mal auch da die Kanäle von McManus ab, sei es den True Farming 2 Side Story Kanal, wo viele aus dem Team euch Nebengeschichten zu dem Hauptprojekt True Farming zeigen, beziehungsweise natürlich auch die True Farming Stories von McManus und natürlich auch der Edle Vibe Kanal, wo viel Reaction nicht nur auf simulierte Landwirtschaft, sondern auch auf die reale Landwirtschaft laufen oder halt auch andere Themen rund um Technik und so weiter. Schaut da gerne mal vorbei, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr da auch noch nicht vorbeischauen würdet. Kommen wir zurück zu dem Pack. Ihr seht schon, das Pack beinhaltet drei, ich nenne es mal Fahrzeuge. Einmal die Zugmaschine mit dem Silo hinten drauf. Dann gibt es einmal den Tandem-Anhänger, also nicht da, Tandem ist es Tandem. Also die Starrachse und den Drehschemel. Haben verschiedenste Kapazitäten logischerweise. Der MAN hat, also die Zugmaschine hat 25.000 Liter Kapazität. Ich glaube, dieser hier wird 20.000 haben. Haben alle dieselbe Größe, Entschuldigung. Alle haben 20.000, die Anhänger haben jeweils 20.000 und die Zugmaschine hat 25.000 da. Aber jetzt schauen wir uns deine Konfiguration nochmal an. So ist aber richtig, zumindest steht so auch hier in der Mod-Beschreibung. Ja, texturtechnisch finde ich die super gelungen. Ich finde diese Silo-Transporte eh viel cooler, als wenn man das mal alles in den Krampe reinkippt. Weil es ist immer ein Getreide, es ist ja halt auch ein Lebensmittel. Also muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut die Aufmachung. Ich habe auch jetzt die Farbknöpfe nicht gewechselt, weil ich glaube, wo man die Zugmaschinenfarbe ändern können. Aber ich fand den Silo halt mit dieser, ja, ich fand beigen Ton, fand ich sehr, sehr cool. Passt auch wirklich gut zu diesem Fahrzeug. Ja, das Ganze basiert auf dem MAN, haben wir ja schon gesagt, den TGX, auf den TGX MAN. Haben wir jetzt da den 26640. Ja, das passt zwar. Wenn wir jetzt in den LKW einsteigen, gucken uns die Innensicht an, ihr seht, na, um das verflackert so ein bisschen. Ansonsten, ja, passt es auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. So, dann schauen wir mal. Lenkrad ist animiert. Pedalen sieht man schlecht. Aber ich würde sagen eher ja als nein. Blinker sehen wir auch im Display animiert. Auch die Warnblinkanlage ist auf jeden Fall da. Also es passt auf jeden Fall. In Innensicht kann man nicht meckern. Ja, auch die Kabine, wie sie mitwackelt, wenn man halt ein bisschen ruppiger lenkt. Sehr, sehr gut. Von außen sehen wir, ne, Lenkung. So, ist ein Abblendlicht, aber also ist auch noch dieses Taglicht, sage ich jetzt mal, Abblendlicht vorne. Nebelscheinwerfer, Abendscheinwerfer hinten aus. Das andere ist, ups, ist Taglicht. Rückfahrscheinwerfer hat er auch. Ihr seht, da springt er voll an. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit, das Ganze, die Achse aufzuklappen. Hier seht ihr dann da. Ihr könnt so hoch oder runter fahren, je nachdem, wenn ihr leer seid oder voll seid, je nachdem, was ihr da braucht, könnt ihr so rauf und runter fahren. Ansonsten, ja, aufklappen lässt er sich nicht, also das heißt, oben diese Fächer gehen da nicht auf. Zumindest habe ich noch nichts dazu gesehen. Nee. Nee. Ansonsten könnt ihr, wie gesagt, ganz mal an eure Anhänger heranfahren, ankoppeln. Und auch da seht ihr, ne, lässt sich jetzt auch nichts machen. Die Anhänger sind halt einfach da. Aber ihr seht, auch da funktioniert alles. Rückfahrscheinwerfer sind auch vorhanden. So wie man es halt braucht. Ansonsten finde ich das Gespann einfach cool. Ich finde es einfach gut aus. Also, vielleicht mag ich es auch ganz gerne mit so LKWs und Silozügen. Aber ja, lässt sich auch sehr gut fahren. Dann schauen wir uns mal zum Shop an. Im Shop finden wir uns mal DLC zum Mod. Jetzt haben wir hier das Pack. Fangen wir mit Zugmaschine an, kostet 82.000 im Grundpreis, hat 500 PS, 83 mal schnell und wie gesagt 25.000 Erfassungsvermögen.
Dann gibt es hier noch den 46 PS, Euro 5, ne, also sprich 46 PS. Das war's auch. Die beiden Möglichkeiten habt ihr. Reifenhersteller gibt es einige, nur zwei insgesamt. Und da gibt es halt nochmal Standard, Standard 2, also Breitreifen. Und ihr seht eigentlich endlich nur die gefühlt die, die Felgen. Ne? So, dann umleuchten. Könnt ihr sagen Halogen, ihr könnt sagen LED oder keine. Dann Zusatzbeleuchtung könnt ihr sagen, hier. Vorne, ne? In dem Kühlergrill quasi, könnt ihr sagen ja. Dann Lampenbügel, könnt ihr sagen nur, also Lampenbügel sind ein bisschen blöd in der Farbe jetzt. Dann mit LED-Scheinwerfer oder halt keine. MAN-Logo beleuchtet, könnt ihr sagen blau leuchtend, grün leuchtend, rot leuchtend, weiß leuchtend, rosa und nicht beleuchtet. So, Staufach außen, das ist dann hier hinten. Wo war es da? Können wir sagen ja. Zusatztank ist auf der anderen Seite. Können wir auch sagen ja. Jetzt geht es los. Hauptfarbe können wir sagen, machen wir den mal in Grau. Das heißt, die Zugmaschine ist schon mal in Grau. Farbe der Rahmenbügel, die machen wir jetzt mal auch rot. Ne, dann habt ihr hier oben, seht ihr ja rot. Farbe des Sieges machen wir auch mal in Grau, aber wo ihr das sieht. Ah, machen wir Metallic, das passt doch ganz gut. Farbe der Motorenhaube ist hier vorne. Rotton sieht doch nicht gut aus, aber das noch mal so und Felgenfarbe ist nicht selbsterklärend plus Nummernschild. So, wenn jetzt jemand so wild durchkommt, wird kommt noch mal 24.508 dazu. Wobei der Mammutanteil logischerweise an die Motorenausführung geht und auch der Lampenbügel mit LED, die hauen ein bisschen mehr rein. Wisst ihr, könnt ihr für euch selbst entscheiden, was ihr braucht. Was ich meine, nachkämpfen könnt ihr es immer noch. Ist jetzt nicht so, dass ihr euch einmal auf was festlegen müsst und müsst es dann durchziehen. Ihr wisst ja selber. Konfigurieren können wir auf jeden Fall hier massig viel und immer wieder und immer wieder. Ja, kommen wir zu Anhängern. Hier haben wir einmal den mit der Starrachse. Auch hier seht ihr, gibt es halt die beiden Reifenhersteller und da könnt ihr halt nichts ändern, Blattstand oder Breitreifen. Die Hauptfarbe hier könnt ihr natürlich dann auch anpassen, so wie euer Zugfahrzeug ist. Natürlich könnt ihr diese Anhänger auch einzeln nutzen. Ihr könnt einen Traktor dranhängen oder einen anderen LKW, Onimog, was auch immer, das ist egal. Ist natürlich eine ganz normale Anhänger. Ihr müsst ihr nicht zwingend mit der Zugmaschine fahren, die dabei ist. So. Auch hier seht ihr, ne, 20.000 Volumen. Also ist die Zugmaschine aktuell noch die größte. Jetzt haben wir den Drehschemel. Auch hier gibt es diese ja, drei Reifenhersteller. Und auch da gibt es halt die, ne, ändern sich meistens nur die Felgen und halt Breitreifen und nicht Breitreifen. Auch hier könnt ihr logischerweise die, die Farbe des Silos ändern. Ihr könnt die Felgen fahren. Die Felgenfarbe ändern. Ne, das euch wirklich selbst überlassen, so wie ihr es halt wollt, wie es halt am besten zu eurem Fahrzeug passt. Und ja, dann habt ihr das Pack hier am Hoch. Also sprich insgesamt, was haben wir jetzt gesagt, 180, wenn ihr nichts konfiguriert, plus 50, so 330.000, ne, 330.000 müsst ihr investieren für ein komplettes, für einen Zug oder halt jeweils Einzelteile, je nachdem, was ihr gerade angeht, nach Fügen habt oder nur machen könnt. Ja, jetzt müssen wir uns gucken. Ich habe den eigentlich komplett. Das. Achso, da sieht man so ein bisschen. Da sieht das blaue Schimmern des MN-Zeichens. Jetzt sieht man so besser. Wahrscheinlich in Dunkelheit besser zu sehen als bei Tageslicht. Aber ihr seht, diese Beleuchtung ist auf jeden Fall vorhanden und funktioniert halt auch. Ja, und das ist eigentlich das, was ich euch zu diesem ganzen Mod sagen kann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, belohnt gerne mit dem Daumen nach oben. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würde ich mich sehr freuen. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und ciao bis zum nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.